Vor kurzem wurde bekannt, dass sich der langjährige Game Designer David Kim vom StarCraft-Universum verabschiedet und sich von nun an innerhalb von Blizzard einem neuen Projekt zuwenden wird. Kim hat laut Eigenaussagen einen Punkt in seiner Karriere erreicht, an dem er etwas Neues ausprobieren möchte und deshalb als Game Designer neue Erfahrungen sammeln und weiter wachsen will. Ursprünglich war er ein erfolgreicher StarCraft-Spieler, der beim Entwickler Relic Entertainment arbeitete und später dann zu Blizzard wechselte, nachdem dort der Nachfolger zum erfolgreichsten Echtzeit-Strategiespiel offiziell angekündigt wurde. Richtig interessant wird diese Meldung dadurch, dass Kim bereits der dritte renommierte Entwickler ist, der sich bei Blizzard einem neuen Projekt widmet. Bereits im Oktober 2016 wurden demnach der Game Director von World of Warcraft, Tom Chilton, sowie im Dezember noch Dustin Browder zu diesem bislang unbekannten Projekt hinzugezogen, der seinerseits als Lead Designer von Command & Conquer Red Alert 2 sowie Generals und zuletzt als Game Director von Heroes of the Storm tätig war. Die Frage, die sich also nun stellt, ist, an welchem Spiel man bei Blizzard also gerade arbeitet. Sieht man sich diese drei Entwickler und ihren Fokus an, kommt im Grunde eigentlich nur ein Titel in Frage, nämlich Warcraft 4. Nicht nur ist dies wohl der meistgewünschte Nachfolger im Blizzard-Universum, auch der Spielfilm im letzten Jahr hat gezeigt, dass das immense Interesse der Fans an Warcraft immer noch vorhanden ist. Zwar werden ein Diablo 4 und ein StarCraft 3 ebenfalls von vielen Fans gefordert, jedoch sind diese beiden Nachfolger wohl noch sehr weit entfernt. Diablo 3 wurde ja im Mai 2012 veröffentlicht und bekommt immer noch kontinuierlich neue Updates verabreicht, und auch StarCraft 2, das zwar schon 2010 erschien, erhielt mit dem dritten Add-on Legacy of the Void sowie der Singleplayer-Mini-Kampagne Nova Covert Ops Ende letzten Jahres ebenfalls noch sehr aktuellen Content. Bei Warcraft sieht das Ganze dann schon deutlich anders aus. Warcraft 3 ist aktuell 15 Jahre alt und auch das extrem populäre World of Warcraft hat nur 2 Jahre weniger auf dem Buckel. Und dass es ein neues World of Warcraft geben wird, halte ich eher für ausgeschlossen, wenn man das eingestellte Projekt Titan betrachtet, aus dem dann der Shooter Overwatch entstand. Auch hier wurde jahrelang an einem neuen MMO gewerkelt, aber letztlich entsprach das Resultat nicht den eigenen Erwartungen beim Entwickler. Außerdem hat Blizzard vermehrt bekannt gegeben, dass sie wohl kein Online-Rollenspiel mehr entwickeln werden. Zugegeben hat das Warcraft-Universum mit dem Kartenspiel Hearthstone aus dem Jahre 2014 einen sehr aktuellen Vertreter, jedoch handelt es sich hierbei um ein komplett anderes Gameplay. Natürlich kann es sich bei dem neuen Blizzard-Spiel auch um eine komplett neue IP handeln, mit der man nicht unbedingt rechnen würde. Denn auch mit den letzten beiden Spielen Hearthstone und Overwatch hat Blizzard viele überrascht. Und auch aktuelle Stellenausschreibungen des Unternehmens deuten darauf hin, dass man an einem Spiel mit First-Person-Engine arbeiten wird. Jedoch glaube ich kaum, dass man 3 Entwickler auf komplett neue Spielegenres ansetzt, wenn diese allesamt Experten auf dem Gebiet Strategiespiel bzw. MOBAs sind. Und hier passt dann auch eine Aussage von Blizzards Lead Producer Alan Bragg aus dem Jahre 2009 sehr gut rein. Dieser sagte damals, dass Warcraft 4 natürlich etwas sei, über das man bei Blizzard regelmäßig sprechen würde. Ich denke, wir sind alle gespannt auf Warcraft 4, im Prinzip zumindest, denn das Team wird erstmals StarCraft 2 und die 2 Erweiterungen fertigstellen. Sie sind also ausgelastet für die nächsten Jahre. Zwar sei es zwangsläufig nicht so, dass die StarCraft-Macher auch an Warcraft arbeiten müssten, jedoch wäre dies durchaus sinnvoll. Nachdem jetzt also die Entwicklung von StarCraft 2 abgeschlossen wurde, könnte man mit diesem Hintergrundwissen auch die Wechsel der genannten Entwickler interpretieren. Außerdem hat der StarCraft 2 Produzent Tim Morton letztes Jahr in einem Interview mit der Spieleseite IGN gesagt, es ist sehr lohnend für uns zu hören, dass es eine Nachfrage nach mehr Real-Time-Strategy-Inhalt im Warcraft-Universum gibt. Sobald wir mit Legacy of the Void fertig sind, werden wir uns als Team zusammensetzen und darüber nachdenken, was wohl als nächstes kommt. Keine Frage, dass wir über Warcraft, StarCraft oder sogar neue Ideen nachdenken. Alles ist möglich. Aber sollte man bei Blizzard aktuell wirklich an einem Warcraft 4 tüfteln, stellt sich dann die weitergehende Frage, wie ein solches Spiel aussehen dürfte. Ich persönlich erwarte hier einen noch stärkeren Fokus auf die Helden im Sinne eines MOBAs und nicht so sehr ein lupenreines Echtzeit-Strategiespiel wie Warcraft 2 oder StarCraft. Zwar standen Blizzard-Spiele noch nie für großartige Innovation oder gar eine Neuerfindung eines Genres, jedoch muss man ihnen einräumen, dass sie ganze Genres geprägt haben und so manche zukünftige Tendenz im Spielebereich angeschoben haben. So stammt etwa das beliebte Spielegenre Tower Defense ursprünglich aus dem Strategiespiel Dune 2, jedoch kam der endgültige Durchbruch erst in den Blizzard-eigenen Spielen StarCraft sowie Warcraft 3, wo der Community sehr viele Möglichkeiten mittels der mächtigen Map-Editoren geboten wurden, unzählige Variationen zu erstellen und diese Genre schließlich im Mainstream zu etablieren. Ein weiteres Genre hat einen sehr ähnlichen Ursprung gehabt, das mit League of Legends, Dota oder Heroes of the Storm heutzutage einige der wohl meistgespielten und beliebtesten Spiele hervorgebracht hat. Die Rede ist hier natürlich von Multiplayer-Only Battle Arena oder kurz MOBAs. Dieses Genre wurde damals durch die Mod Defense of the Ancients oder kurz Dota für das Strategiespiel Warcraft 3 begründet, was seinerseits einige Elemente aus der Mehrspielerkarte Aeon of Strife aus StarCraft aufgriff und weiterentwickelte. Und mit Warcraft 4 könnte sich dieser Kreis nun endgültig schließen, indem Blizzard den Fokus eines neuen Strategiespiels noch stärker auf die mächtigen Helden legt und sich somit stark in die Nähe der beliebten MOBAs begeben würde.
Reine Echtzeitstrategiespiele haben leider heutzutage einen recht schweren Stand bei den Spielern, was man an der recht geringen Spielerzahl von aktuellen Spielen wie StarCraft 2 sieht. Außerdem sind diese für den E-Sports und die Zuschauer ebenfalls verschwindend gering geworden und lange nicht mehr so beliebt wie noch zu Brood War oder Warcraft 3 Zeiten. Und dass Blizzard bei seinen Spielen immer schon einen extremen Fokus auf die E-Sports-Tauglichkeit legt, zeigen nicht nur ihre bisherigen Spiele, sondern auch zum Beispiel das vor kurzem in Taipei erbaute E-Sports-Stadion, in dem man Overwatch-Turniere austragen wird. Dass Warcraft 4 jedoch ein reines MOBA wird, halte ich für ausgeschlossen, da Blizzard ja bereits mit Heroes of the Storm einen eigenen Vertreter hierfür hat. Vielmehr wird ein zukünftiges Warcraft ein Hybrid zwischen Echtzeitstrategie und MOBA werden und dafür spricht ja schon allein der Umstand, dass die zu anfangs genannten Blizzard-Entwickler allesamt in diesen beiden Bereichen tätig waren und diese beiden Genres mitgeprägt haben. Und genau eine derartige Nische ist ja bislang noch nicht ernsthaft besetzt im Spielemarkt. Wie wir bereits gesehen haben, sind reine Echtzeitstrategiespiele wie StarCraft eher am Aussterben, was man aber auch an anderen Titeln wie zum Beispiel dem aktuellen Halo Wars 2 sehen kann, das trotz der großen Halo-Franchise eher mit überschaubaren Spielerzahlen daherkommt. Obwohl man dennoch die Verkaufszahlen der Add-ons zu StarCraft 2 nicht kleinreden sollte, denn so hat sich die dritte und letzte Erweiterung immerhin innerhalb der ersten 48 Stunden 1 Million Mal verkauft. Dies ist für ein PC-Only-Spiel mehr als nur beachtlich, vor allem in einem Verkaufszeitraum rund um Call of Duty Black Ops 3 und Fallout 4. Jedoch liegen diese Verkaufszahlen halt auch unter den anderen beiden Erweiterungen, die 100 bzw. 400.000 Mal öfters gekauft wurden im gleichen Zeitraum. Ein reines MOBA auf dem derzeitig gesättigten Markt zu etablieren, war ebenfalls ein schweres Unterfangen, was ja Blizzard mit dem eigenen Heroes of the Storm sehen konnte. Jedoch könnte eine solche Mischung aus Strategie und MOBA den gewünschten Erfolg bringen, da man so die Zugänglichkeit eines MOBAs mit der Spieltiefe eines Strategiespiels mischen und dem Blizzard-eigenen Motto Easy to Learn, Hard to Master erneut gerecht werden würde. Und in Warcraft würde sich so eine Herangehensweise auch anbieten, da man ja mit der damals recht neuen Konzentration auf die Helden und deren Aufleveln bereits den Grundstein für MOBAs gelegt hat. Außerdem hat man mit dem Warcraft-Universum wohl eines der beliebtesten in der Hinterhand, in der man noch einiges erzählen könnte. Diese Gedankengänge haben anscheinend auch einige Blizzard-Mitarbeiter bereits gehabt. So sieht zum Beispiel Tim Morton von Blizzard eine relativ stabil gebliebene Nachfrage nach Echtzeitstrategie, ungeachtet der immer beliebter werdenden MOBAs. Außerdem sieht man beim Entwickler MOBAs als Einfallstor zu dem, was Echtzeitstrategie ausmacht, nämlich das komplexere Gameplay aufgrund von Basisbau, Einheitenwahl und Taktiken, alle nach dem Stein-Schere-Papier-Prinzip. Dass Warcraft 4 ein Multiplayer-Spiel wird, ist wohl offensichtlich, allein schon um eine gewisse Langlebigkeit zu gewährleisten und auch die Zahl an Raubkopien gering zu halten. Auch wird wohl bei diesem Spiel der aktuelle Trend von Mikrotransaktionen weiter fortgeführt, indem man zum Beispiel neue Helden gegen Echtgeld kaufen kann oder für neue Skins bzw. Sprecher der Einheiten bezahlt. So etwas wurde ja auch zeitlich versetzt in StarCraft 2 jetzt eingeführt, weswegen man also auch davon ausgehen sollte, dass dies auch in einem künftigen Warcraft 4 nicht anders sein wird. Und reinpassen würden derartige Ingame-Käufe ja ohne weiteres. Denn wer sich schnell an den immer gleichen Sprüchen oder den Standardskins der Einheiten satt sieht, kauft sich für ein paar Euros eben mal schnell ein paar neue dazu. Und so könnte man auch konstant neue Helden ins Spiel einführen, ohne immer gleich ein größeres Addon rausbringen zu müssen. Also im Grunde genauso, wie es ja jedes MOBA zurzeit auch macht. Eine entsprechende Entwicklung kann man ja aktuell bei ihren Spielen auch beobachten, sei es bei Overwatch, Hearthstone oder Heroes of the Storm. Überall werden kleinere Häppchen in Form von Events oder Erweiterungen nachgereicht und die laufenden Entwicklungskosten über Ingame-Käufe gedeckt. Jedoch stellt wohl für viele Fans da draußen eine gelungene Singleplayer-Kampagne mit dem größten Kaufgrund dar und hier hat ja Blizzard in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, was sie auf dem Kasten haben. Und eine Kampagne innerhalb von Warcraft 4 wäre ja dann ebenfalls etwas, was der MOBA-Konkurrenz fehlen würde. Allerdings wäre es dann interessant zu wissen, ob man eine komplette Kampagne zu erwarten hat oder nicht vielmehr wie bei StarCraft 2 diese unterteilt und für die jeweilige Fraktion von Menschen, Orks, Untoten und Nachtelfen separate Story-Missionen rausbringt. Diese zweite Option hätte dann zumindest auch den Vorteil, dass man nicht so lange auf das Erscheinen warten müsste und man die Spielerzahlen des Hauptspiels hierdurch stetig aufrechterhält. Und dies hätte dann ebenfalls einen positiven Einfluss auf den Multiplayer, da man mit Sicherheit mit jeder Kampagne auch neue Einheiten einführen würde, die die Balance und das aktuelle Meta verändern und somit das Spiel frisch halten würden. Jedoch sollte man bei aller Vorfreude nicht mit einem Release in nächster Zeit rechnen, da die Entwicklung ja erst vor kurzem ins Rollen gekommen ist und man wohl noch mindestens 1 bis 2 Jahre benötigen wird. Hierzu passt dann auch diese Aussage des Blizzard-CEOs Mike Morhan. Wir mögen RTS-Spiele und unser Fokus liegt derzeit in der Weiterentwicklung von StarCraft 2 und HOTS. MOBAs gehören hier gewissermaßen auch zur echten Strategie. Ich finde die Begeisterung für Warcraft 4 und das Interesse großartig. Irgendwann würde ich auch selbst gerne ein Warcraft 4 miterleben, wir konzentrieren uns aber derzeit auf andere Bereiche. Zu diesen anderen Bereichen gehört wohl allen Anschein nach auch der Sektor Mobile Games, in dem man noch sehr viel Potenzial innerhalb der Branche sieht. So glaubt auch der CEO von Blizzard, dass noch immer keiner die Killer-App für Mobile gefunden hat. Nun ja, ich weiß ja nicht, was die Killer-App für ihn jetzt ausmacht, aber ich glaube mit Pokémon Go hat man letztes Jahr die Latte doch wohl recht hochgelegt, was das angeht.
Sollte Blizzard aber keine weiteren großen Projekte in der Pipeline haben, dürfte die Entwicklung von Warcraft 4 wohl bereits auf Hochtouren laufen. Werden wir vielleicht sogar noch dieses Jahr eine offizielle Ankündigung hierfür erhalten? Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Wird das nächste große Blizzard-Spiel Warcraft 4 oder glaubt ihr, dass ein anderes Spiel an der Reihe ist? Und was würdet ihr euch von Warcraft erwarten? Schreibt mir doch mal eure Meinung unten in die Kommentare und lasst mich wissen. Und ein dickes Dankeschön geht an dieser Stelle auch an meine Patreon-Supporter. Dir gefällt der Content auf meinem Kanal und du möchtest mich ebenfalls unterstützen? Dann schau doch auch auf meiner Patreon-Seite vorbei, auf der du mir helfen kannst, auch weiterhin regelmäßig qualitativ hochwertige und interessante Gaming-Videos zu machen, so wie du es ja schon seit Jahren von mir gewohnt bist. Dabei läuft das Ganze ähnlich ab, wie ihr das vielleicht von Twitch erkennt. Du kannst einen beliebigen Betrag wählen, mit dem du mich monatlich supporten möchtest, und je nach der gewählten Stufe erhältst du dann sogar noch als kleines Dankeschön ein spezielles Reward, wie zum Beispiel einen exklusiven Vorabzugang zu speziellen Videos oder eine monatliche gemeinsame Zock-Session, in der wir dann deinen Skill verbessern können. Als Alternative hierzu könnt ihr natürlich auch meinen PayPal-Me-Link nutzen oder eure nächsten Spiele ohne jegliche Zusatzkosten für euch über MMOGA kaufen. Alles klar, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Good game und auf Wiedersehen. Ready.